Guten Tag, hier ist der Gusor mit der Reise nach oben, vielleicht eventuell, und natürlich auch mit der Reise ins Elixierland. Und wir wollen ja auf jeden Fall die Magier upgraden. Und da, der ist auch nicht so verkehrt. Also vom Loot her ist der ganz nice, aber der ist mir ein bisschen zu hart. Und deswegen, ja, der hat zu wenig Loot. Der hier hat ganz nett viel. Von hier rein, hier in Earthquake, dann rein. Beide auf Multi, hat aber richtig hohe Helden, aber sollte klappen. Sollte ganz gut laufen hier bei mir. Earthquake. 1, 2, 3. So, dann haben wir... Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen was clearen. Und dann natürlich Helden rein. Hier die Helden hin. Und dann Riesen habe ich, glaube ich, angefordert. Ganz genau, das läuft ganz gut. King rein. Also richtig rein, auf jeden Fall. Und die Base ist schon mal zerfetzt. Es geht halt einfach so akut schnell, dass du halt dastehst und dir denkst, okay, warum ist die Base jetzt weg? Weil die Heiler, beziehungsweise die Bowler halt richtig, richtig losrocken. So, jetzt werden meine Heiler aber hier ganz schön aufs Korn genommen. Aber auch die zwei, ja, der eine Heiler bringt noch was. Aber natürlich gegen die gegnerische Queen kann ich natürlich nicht anstinken. Da kriege ich garantiert aufs Maul. Aber ganz genau, wenn die natürlich... Aber die wird garantiert hier reinrennen, genau. Ja, okay. Aber wenn die hier noch das Armeelager wegnimmt und da noch ein paar Prozentchen mitnimmt, dann sollte das passen. Ja, genau, genau. Du hast es ganz gut gemacht. Du hast dich fürs Richtige entschieden. Die Queen lassen wir jetzt leben. Und das ist okay. Dann ist der Loot da, dann passt das. Brauche ich auch nicht so extremst lange. Dann ist das auf jeden Fall nice. So, dann kommen wir nochmal zu ein paar... weiteren Kommentaren. Gusor, kann ich, wie sagt Leon, ob du in den Clan rein kannst, ist ganz einfach. Guck dir die CB an, wenn du die CB erfüllst sozusagen, dann frag an. Cool, Gusor, ja, auf jeden Fall. Beim Titelbild hast du den Lachflash deines Lebens, ja, so soll das ja auch sein. Hier wurde auch von Julius gleich beantwortet, vollkommen richtig, mit dem Verweis, also was arbeite ich? Mit dem Verweis auf den Real Freestyle Channel, der ist ja auch mein Zweitkanal, dürft ihr gerne abonnieren, wenn ihr eben auf dieses ganz normale Vlog-Technische steht und einfach ein paar andere Sachen von mir halt noch sehen wollt, außer halt Gaming, dann seid ihr da richtig. Mach mal wieder COC oder bist du dir dafür zu schade? Manuel, nein, ich hoffe, damit siehst du es auch direkt, dass ich mir dafür nicht zu schade bin. Ist auch, glaube ich, nicht so gemeint, sondern anders gemeint. Hoffe ich mal. Ja, Stamm Fabian hat es nochmal geschrieben, ob er mit mir gerne kannst du natürlich mit mir Pokémon Go spielen. Kein Thema. Mit der Milchschnittenpackung hatten wir schon. Cedric schreibt, bist ein geiler Typ. Da hast du vollkommen recht, Cedric. Da hast du richtig komplett recht. Auf voller Linie. Martin schreibt auch nochmal, wo hast du das Shirt her? Wie gesagt, das ist kein Thema. Mache ich nochmal in einem extra Ding klar, dass ich dazu ein Video mache. So, das war's hierzu. Mal gucken, wie es hier im Game noch aussieht. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Läuft auf jeden Fall. Ich gucke mir gerade noch die Base vom ersten nochmal an. Im CW. Weil ich mir überlege, wenn ich hier einen Earthquake droppe, da brauche ich nur einen, kann, also beziehungsweise vier natürlich, klar, und kann dann natürlich noch schön einen Frost reinballern und kann mir dann hier das Town Hall snacken. Das wäre ziemlich geil. Das wäre ziemlich, ziemlich geil. Das machen wir. Aber später, weil ich jetzt natürlich soweit die Earthquake-Spells
verwendet habe, sage ich mal, beziehungsweise ausgebildet habe. Mal gucken, wie es hier momentan aussieht. Der Base muss ich echt überlegen. Ich meine, hier oben das Gold kriege ich easy peasy. Das wird mir hinterhergeworfen. Und ich bräuchte nicht mal meine Earthquakes. Ganz ehrlich, den nehme ich. Den nehme ich. Na, ich habe einen Heiler zu viel gedroppt. 1, 2. Ich habe viel zu viel Mauer. Ah, ich muss da wirklich mehr aufpassen. Bloß wenn ich im Boost bin, dann ist man halt wirklich so, oh ja, okay, zack und fertig. Rein mit dem Zeug. Riesen noch hinterher. Und hier auch gleich nochmal ein Rage rein. Und ich hau hier nochmal richtig schön Magier rauf. Muss nicht jedem gefallen, auf jeden Fall. Aber ich sehe gerade hier einen Lava-Hund, aber das sollte. Oh ja, ist schon. Das war's schon. Das war's schon auf jeden Fall. Gucken wir mal, dass wir hier noch schön den Inferno wegbraten können, eventuell. Genau, jetzt kommt die Queen und geht hoffentlich gleich hier schön auf den Inferno, genau Inferno down, dass wir halt definitiv noch unseren Two-Star bekommen. Jo, Two-Star ist am Start. Passt. Den einen Magier, oh komm, komm, den einen Magier heilen wir hier noch schön hoch. Zumal wir hier noch schön Mauerbrecher haben. Läuft halt hart bei mir und der Magier bumst jetzt alles weg. Aber ist halt gut, weil halt wirklich nicht so viel. Klar, die Magier waren schon relativ teuer, auf jeden Fall. Aber ich habe halt kein dunkles Elixier weggeballert. Das passt. Pokis ging hoch. Ach kommt, Leute, dann schauen wir mal, was wir in der Schatzkammer haben. Etwas über 1 Million läuft. Wir haben das Ziel auf jeden Fall erreicht. Dann können wir sagen, wir machen die Magier hoch. Dann können wir uns sogar noch was für 4,7 Millionen aussuchen aus der Trickkiste. Und zwar, was machen wir da? Da könnten wir mal überlegen, dass wir für 5 Millionen, also noch einen Angriff machen und dann für 5 Millionen eine Tesla upgraden. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz, ganz gechillte Nummer und läuft auf jeden Fall. Die sehen wir noch in diesem Video. Hoffe ich mal. Bis gleich. So, hier komme ich noch mal zu ein paar Kommentaren. Ich kriege immer wieder, also hier Las Ploy with Needs, wie auch immer, schreibt halt Verbesserungsvorschlag zum Intro. Und ich kriege auch immer wieder die Frage, oh, wie sieht's denn aus? Soll ich hier ein Intro machen und so weiter und so fort? Grundsätzlich vielen, vielen, vielen Dank für die Anfragen, klar. Aber ich möchte das so. Also auch mit diesem, dass halt gesagt wird, oh, der Banner ist halt nicht so toll und so weiter und so fort. Ich finde den Banner richtig gut. Deswegen bleibt der so. Ganz einfach. Ja, Leo schreibt noch, du musst die Spiele spielen, die in letzter Zeit richtig gehypt werden, Pokémon Go und so weiter. So gewinnst du mehr Abonnenten. Gute Antwort von Tim.to. Er ist nicht abogeil, er spielt Spiele, die ihm Spaß machen, ganz klar. Aber ich merke natürlich auch, dass mir Pokémon halt richtig, richtig Spaß macht. Aber ich möchte halt trotzdem auch COC weiterhin spielen, weil erstens macht es mir Spaß, klar. Und grundsätzlich sind natürlich auch viele Abonnenten davon überzeugt, beziehungsweise sind halt extra bei mir, weil ich halt eben noch relativ viel COC bringe. Von daher passt das. So, man merkt, dass du mit Bowlern angreifen willst und ich finde, dass du es auch hinkriegst, aber greife mit Level 1 Bowlern. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon vollkommen richtig. Deswegen halt auch mein Umdenken. Jetzt muss, also ich, sorry, ich habe halt gemerkt, ey, jetzt sind die Bowler richtig geil, die finde ich richtig cool und deswegen müssen die jetzt auch geupgradet werden. Vollkommen richtig, also Patrick, auf jeden Fall Daumen nach oben für den Kommentar. Definitiv, so muss das auf jeden Fall passieren, dass die halt als nächstes dann abgegradet werden. Weil, wenn man sie halt viel nutzt, müssen die halt definitiv kommen, auf jeden Fall. Den möchte ich gerne nehmen und zwar,
würde ich gerne hier Earthquake rein, dass ich den öffne und dann hier mit Mauerbrechern rein, dass ich wirklich nur relativ wenig Compartments offen habe und dann reinmarschieren kann. Eins, zwei, drei. Und den nehmen wir auch noch mit dazu hier. Zack, offen ist er. Ach, kommen hier alle weg. Rein. Ganz genau. Jetzt kann ich schön die Riesen droppen. Und dann eventuell da so ein Rage. King und Queen vor. Oh, ich habe ja noch die ganzen Magier. Ich will aber nicht so viel raushauen. Ich hoffe, das klappt auch ohne. Ich denke, die Taktik geht auf. Hoffe ich einfach. Da sehe ich gerade die CB des Gegners kommt raus. Queen, komm. Ja, genau. Town Hall ist down. Na, geht der Inferno noch down oder nicht mehr? Queen schnell kurz gezündet. Nee. Nee, da geht nichts mehr. Aber immerhin, der Loot war ganz in Ordnung. Also klar, hier hätte noch mehr sein können. Bloß ich will jetzt die Magier nicht raushauen noch. Ich weiß, hätte man eventuell anders machen können, aber. Oder hier nochmal reinmarschieren? Nö. Nö, bin ich faul. Bin ich faul. Passt. Ich habe meine 5 Millionen. Und dann läuft das. Dann ist das in Ordnung. Das passt. Das war mein Ziel. My goal. I reached the goal. Und dann passt das auf jeden Fall. Den hier machen wir. Und dann läuft das. Das war's. Haut rein. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, es gefällt euch mit den Kommentaren so. Weil so ist einfach die einfachste Möglichkeit, nicht gebannt zu werden und trotzdem eure Kommentare zu beantworten.